Grüßt euch, ihr Lieben. Aufgrund der vielen Nachfragen wollte ich euch einmal von Nash den Highback Chair, das ist die Indulgenz-Reihe, das ist der Auto Recliner. Und wir haben hier einmal die Nash MF60 SS3 Indulgenz-Reihe. Ja, die wollte ich jetzt gleich gerne einmal vorstellen im Detail. Ihr habt gefragt. So, legen wir los. Ja, fangen wir einmal an mit dem Schlafsystem. Wie wir es von Nash gewohnt sind, wir haben hier ein Five-Season-System. Wir haben hier quasi mit dem Klettverschluss abtrennbare separate Schlafsackeinheiten. Das heißt, wir können die Wärme damit regulieren, ne, für den Sommer oder Herbst, wie auch immer, Winter. Und dann eben halt den regulären Reißverschluss, wo wir hier jetzt auch schon quasi sehen, wir haben hier separat kleine Täschchen, wo wir was nochmal dran fixieren können. Wie zusätzliche Shrouds, Überwürfe. Hier in dem Fall habe ich jetzt für den Winter ein modulares, quasi so ein Heizbettbezug, also ein Heizbettlaken quasi. Hier sind zwei so eine gewissen, ja, Hitzefelder eingebaut und man kann das Ganze hier rüber einen Zigarettenanzünder quasi anschließen und hier mit, ich glaube, vier verschiedene Hitzestufen regulieren. Ne? Also es ist wirklich traumhaft im Winter oder auch im Herbst oder im Frühjahr, wenn es noch ein bisschen frischer ist. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Kopfkissen ist ebenfalls hier oben wieder zu fixieren. Das heißt, jetzt alles komplett durchdacht, dieses System von der Erweiterbarkeit. Wir haben auf jeder Seite Netztaschen im Camo-Look hier mit Gummizug oben. Das wäre mal für Schlüssel, Handy oder so, ist das perfekt. Die Matratze können wir hier auch mit einem Klettverschluss quasi abnehmen. Ne, ist auch schön gemacht. Und ja, es ist wie gesagt dieser Memory Foam Schaum. Ne? Das ist unheimlich komfortabel. Das ist wirklich klasse gemacht. Hier ist wirklich alles durchdacht und nichts im Zufall überlassen. Dann zeige ich euch mal einmal das ganze System von unten. Wie ihr seht und schwer sehen könnt, wir haben hier eine komplette Lordosestütze quasi unter. Wir haben hier einen toten Schuster und haben hier noch eine Tasche, wo können wir tatsächlich eine Powerbank perfekt unten reinschieben und haben oben noch mal eine Stromzufuhr quasi, auch um das Handy direkt zu laden oder ähnliches. Ne? Ja, dann die Liege gibt es ja auch mit als SS4 Version oder als Flight. Das ist jetzt die normale Größe. Wir können hier, wir haben diese Springlock-Beine mit Knopfdruck, schießen die raus. Sind manchmal ein bisschen hakelig, wenn man natürlich mit viel Gewicht drauf gelegen hat. Aber ansonsten, ne, muss man manchmal mit ein bisschen Kraft. Das ist tatsächlich aus meiner Perspektive das Einzige, was man hier ein bisschen, ja, mit diesem Bein, aber ich will sagen, bei egal welchem Stuhl oder Liege, ich habe noch keinen perfekten Mechanismus gefunden persönlich. Also einmal in der Vorstellung, der Liegekomfort ist gigantisch, ne, die Optionen sind genial, die Multimedia-Fähigkeit ist genial, also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Liege, kann ich nur empfehlen, ne? Oder Schlafsystem in dem Sinne. Ne? Ja, das war einmal das. Ich zeige jetzt gleich nochmal eben den Stuhl, bis gleich. Ja, hier haben wir wie versprochen nochmal das aktuelle Modell der High Backchair Reihe von Nash. Der ist ja schon seit Jahren etabliert bei Nash. Aber das ist wie gesagt die ganz neue Variante mit diesem Auto Recline System. Wir drücken einfach quasi raus und können die Lehne nach unserem Bedürfnis einstellen. Also, ne, wie ihr seht, man kann ja schon drauf rumliegen und lümmeln wie Gott in Frankreich. Und andersrum einfach nochmal drücken und wieder hoch. Ne? Das ist ganz entspannt. Ja, ihr seht, Lehnenhöhe, ich sag mal, für ein Highback-Chair könnte es für meinen Geschmack minimal höher sein, persönlich. Wenn ich jetzt hier gerade sitze, ist mir annehmen, so im Grenzbereich. Wie gut, wie viele sagen, so sitzt ja auch keiner. Ne? Wenn ich jetzt mal ein bisschen nach hinten mache, so, dann kann ich mich hier wunderbar anlehnen und komfortabel wirklich chillen. Ne? Wir haben hier auch quasi oben nochmal so ein kleines Foam-Element. Das heißt, wo die Querstange ist, da ist fast nichts von zu merken. Man liegt ja wirklich super komfortabel mit dem Kopf- und Nackenbereich drauf. Und ihr seht, mit die Armlehnen sind hier mit Neoprenbezügen quasi schon überzogen. Das ist auch sehr gemütlich und auch relativ unanfällig gegen Schmutz. Ja. Unten herum ist das Ganze auch, ne,
jetzt nicht massiv gepolstert. Da gibt es definitiv gepolstertere Stühle, aber angenehm gepolstert. Ja, dann mal von unten nochmal. Da seht ihr, ganz regulär. Oh, hier die Funke klötert. Und ja, einmal von hinten. Das sind noch die Befestigungsgeschichten, um den Stuhl nochmal für den Transport zu arretieren. Ja? Genau. Ansonsten, was noch zu vermerken ist, was ich ganz schön finde, zeige ich euch eben im Detail, dass wir quasi hier hinten nochmal diese Lastung haben. Ne? Dass man hier nicht in Gefahr läuft, dass das zusammenrutscht und man mit dem Stuhl zusammenklappt. Das ist ja auch immer eine Katastrophe. Gut. Und jetzt nochmal, das finde ich an dem Stuhl doch schon recht bemerkenswert. Einmal vorne. Einmal hinten. Ja, und ihr seht, also ich bin jetzt knapp 1,90 Meter. Das ist schon Wahnsinn, oder? Also boah, ich fand das fast eine Leiter für, also mal ohne Scheiß. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also wie auf dem Hochsitz, wie auf dem Thron. Könnt ihr mich dran gewöhnen. Als Drassenkönig. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich werde noch einmal auch hier euch einmal das Gewicht zeigen vom Stuhl und der Liege. Und dann haben wir es, ne? Ich möchte jetzt mal einmal probieren, das Ding für euch zu wiegen. Das könnte etwas schwierig werden. Aber wir probieren es. Man darf nicht vergessen, das Kopfkissen ist jetzt mit drauf. Und die zusätzliche Heat Shroud, um sich das Ganze schimpft, also diese Heizungsgeschichte. Aber wir gucken mal. Das ist natürlich auch schwierig zu fassen zu kriegen. Aber ziemlich genau 20 Kilo. Ja, ist natürlich absolut kein Leichtgewicht, aber wir haben hier einen Schlafsack mit dabei. Wir haben hier einen strammen Untergrund, wir haben einen Foam-Topper oben drauf, Kopfkissen, Heizung mit drin. Also fehlt nur noch die Powerbank quasi. Ne? Also wer es komfortabel haben möchte, mit wirklich allen Features und Luxus, den es gibt, da ist es natürlich absolut zu verkraften, dass diese Liege ein wenig mehr wiegt. Ne? So, wollen wir das Ganze nochmal wiegen? Scheiße hier gerade. Moment. Nee, das war nicht so original. Ich muss nochmal so tun. Hilft mir auch nicht. So. Nur aber. So. Da bin ich jetzt bei 7,8 Kilo. Also ist jetzt auch kein Leichtgewicht, aber auch kein Schwergewicht. Also für mich ist das Ding, kann ich mit zwei Fingern hochheben. Völlig entspannt vom Gewicht her. Also den kannst du selbst zum Stalken nehmen. Das Ding wiegt wirklich nicht viel. Ne? Und hat auch ein wirklich schlankes Packmaß für den Komfort. Ne? Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ja, viel Spaß. Junge, was sitzt ihr hier? Du Killer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der... Alter Schwede. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Vorstellung. Ich muss es hier an der Stelle abbrechen. Ich habe einen tollwütigen Hund. Killer! Aus! Zieh ab! Ha 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 ha.